Warum ist das Licht an? Das Licht war nicht an. Hä? Ach nö. Yay. Ja, gut, und jetzt? Oder sollen wir irgendwie anrufen? Oh, hier. Die Schlüssel waren direkt. Ja, das sind noch die Schlüssel. Wo ist die Schlüssel? Komm schon. Ich rufe besser. Da sind ein paar Vögel, die Blut fressen. Tina, bist du noch da? Ich weiß nicht, was ihr ohne dich machen würdet. So, also tu nicht ertrinken, okay? Sei nicht albern. Ich gehe nicht nirgendwo hin. Hast du Hilfe jetzt gefunden? Bin da. Okay. Da haben die vielleicht einen Hund essen. Oliver! Was machst du hier? Ist alles okay? Mist, ich brauche Hilfe. Unser Babysitter, das mit uns geblieben ist, hat uns verlassen. Und wir sind haben nach ihr gesucht. Und. Okay, atme. Komm rein, es ist kalt draußen. Okay, langsam, was passiert? Tina ist in den Teich gefallen. Oh mein Gott, ist sie okay? Ja, aber sie kann nicht aus dem Wasser, sie braucht Hilfe. Und wo sind deine Eltern? Die sind weg. Sie haben uns mit dem Babysitter da gelassen. Aber sie hat uns verlassen. Okay, ich werde zum Pier rennen und Hilfe helfen. Das war okay. Deine Schwester. Du bleibst hier und bleib bei Thomas. Im Falle, er braucht etwas. Und dass der Strom gerade ausgegangen ist, tun wir jetzt einfach komplett ignorieren? Du weißt, er braucht spezielle Aufmerksamkeit. Er ist in seinem Raum, also pass auf ihn auf, okay? Ich bin gleich zurück. Ich mag die Kaugummifarbe, sehr originell. Lass mal kurz hochgehen. Okay. Dann gehen wir einfach zu Thomas Raum. Hallo, Thomas? Oh. Alle, was machst du hier? Tina ist in Schwierigkeiten. Deine Mutter ist helfen gegangen. Wirklich? Ich dachte, Mutter würde ein Bad umnehmen.
Entschuldige, manchmal macht mich diese Medikamenten ganz verwirrt. Ist Tina okay? Sie ist in einen Teich gefallen und kann nicht raus. Ja, aber sie kommt immer in Schwierigkeiten. Wirklich? Aber sei nicht besorgt. Mama ist sehr stark. Sie wird sie aus dem Wasser ziehen. Komm schon, sie wird okay sein. Ich schwöre, aber ich dachte, Mutter würde im Bad sein. Ich mag diese Medikamente nicht. Wie fühlst du dich? Physisch oder mental? Mama, mentally. Mental? Naja, es ist erst 2 Monate her, seitdem Vater gestorben ist. Autsch. Es ist hart, aber Mutter bringt mich zur Therapie mit einer super langweiligen Frau. Ist physically? Also physikalisch? Ich kann nicht mehr als 2 Schritte gehen, ohne nach Luft zu schnappen. Aber neben dem fühle ich mich wunderbar. Kann ich dich etwas fragen, was ich dich nie gefragt habe? Musst es nicht beantworten, wenn du nicht willst. Natürlich. Frag. Du hast mir nie gesagt, wie dein Vater gestorben ist oder über deine Krankheit. Oh Mutter. Ich weiß nicht, Mama redet nicht darüber. Eines Tages hat er einen Anruf von einem Doktor bekommen und plötzlich hat er aufgehört, mit uns zu reden. Er hat den Rest des Tages weinend und schlafend verbracht. Entschuldige, ich bin mir sicher, er hat euch sehr geliebt. Ich weiß nicht, er hat sich viel verändert. Über deine Krankheit. Wirst du bald sterben? Ich wäre sehr traurig und einsam. Du wirst mein bester Freund in der Schule. Ja, keine Ahnung. Mama macht immer Pläne für die Zukunft. Aber ich denke, sie macht es, um mich aufzumuntern. Ihre Worte sind fröhlich, aber ihr Gesicht ist traurig. Aber ich mache mir nichts draus. Hab keine Angst zu sterben. Wirklich? Ich werde in den gleichen dunklen Ort zurückkehren, wo ich war, bevor ich geboren war. Ich mag die Idee. Immerhin, lass uns aufhören, über traurige Sachen zu reden. Hier, schau, ich will dir etwas zeigen. Es ist super cool. Leute, niemals ein Ouija Board probieren. Egal was es ist. Nope. Ich habe es in Mamas Schrank gefunden. Ich denke, sie hat es benutzt, um mit Vater zu reden. Komm schon, mit wen willst du kontaktieren? Niemanden. Ja. Will niemanden kontaktieren. Sehr schlechte Idee. Selbst wenn ich nicht an Geister glaube, ich will sie nicht. Will es nicht herausfordern. Diese Dinger, ich mag sie nicht. Komm schon, da muss jemand sein, den du vermisst. Deine Großeltern? Sie leben immer noch. Wirklich? Wie langweilig. Komm schon, gib mir einen Namen. Okay, ich will. Okay, Elvis. Mein Hund Alia. Oder meine alte Nanny. Sie lebte in diesem Haus, bevor du eingezogen bist. Sie war großartig. Sie hat ein Auge gefehlt und hat eine Augenklappe getragen, wie ein Pirat. Eines Tages ist sie plötzlich verschwunden. Mama hat uns gesagt, dass sie zu ihrer Familie in Colorado gezogen ist. Aber Tina hat gesagt, sie hat einen Krankenwagen und die Polizei gesehen. Wir denken, etwas Schreckliches ist mit ihr passiert. Mutters Lügen, weißt du? Mutters.
Mütter. Sie versuchen uns zu beschützen, aber sie lügen. Wir werden deinen alten Babysitter kontaktieren. Wenn sie in diesem Haus gestorben ist, wird ihre Präsenz super stark sein. Hätte vielleicht das doch nicht sagen sollen. Es wird sehr cool. Du wirst es sehen. Ich weiß nicht. Komm schon, es ist lustig. Nein, es ist nicht. Tu deine Hand auf das Dreieck-Ding. Es heißt, es ist eine Plankette. Und jetzt werde ich meine Hand addieren. Und wir tun unsere Energien vereinigen. Jetzt schließe die Augen. Hast du sie geschlossen? Ja. Okay, jetzt fokussiere dich auf das Bild deines alten Babysitters. Ich habe dieses Bild in meinem Vaters Büro gefunden. Du denkst du, es würde helfen? Das würde sehr viel helfen. Lass uns sehen. Es ist super cool. Sie wirklich, schaut wirklich wie ein Pirat. Dieses Bild wird ihren Geist anziehen. Komm schon, leg es neben das Brett. Lass uns anfangen. Ich weiß nicht, ob ich das mag. Ja. Entspann dich. Wir können immer aufhören, wenn wir wollen. Wir sagen einfach auf Wiedersehen zu dem Geist und sie wird gehen, ohne eine Spur zu hinterlassen. Aber innen weiß ein bisschen Bescheid. Bereit? Ich bin. Oh, wahrscheinlich I'm Nanny. Du bewegst es. Nein, bin ich nicht. Der Geist deiner Babysitterin. I'm no. Ich bin kein. Ich bin nicht. Oh mein Gott, Blut. Hast du ein Leck? Oh Gott, ich hab. Oh Gott, sag mir nicht. Nein, das Badezimmer war aber über uns. Oh Gott. Das Badezimmer ist direkt über uns. Vielleicht hat Mutter das Wasser laufen lassen. Bleib sitzen, ich gehe gucken. Warte hier. Oh Gott. Okay, ich werde Trigger Warnings reintun müssen. Wenn die Mutter dort ist. Oh mein Gott. Das ist John, aber wie? Ich verstehe das nicht. Wenn das Mrs. John ist, wer ist dann mit Tina? Tina? Tina, bist du da? Warum ist meine Stimme so komisch? Diese Mrs. John ist nicht die echte Mrs. Johns. Mrs. John ist tot. Da ist Blut überall. Tina, hörst du mich? Ich muss zum Pier gehen, schnell. Oliver, was ist es? Ich habe dich schreien gehört. Bleib da. Geh nicht hoch, okay? Why? Why? Warum? Was ist passiert? Ist hier Wasserhahn offen? Hör auf mich. Muss Tina finden. Du bleibst hier und holst die Polizei. Sag, tu, was ich dir sage. Die Polizei wegen einem offenen Wasserhahn? Mach es einfach und sag ihnen, sie sollen schnell kommen. Aber Oliver.
Was ist die Nummer der Polizei? Dude, das weiß man. Oh. Ja, ich habe kein gutes Gefühl. Ah. Die Musik ist echt gut. Ich hasse es. Ich bin gerade voll angespannt. Tina ist weg. Tina! Oh nein, sie ist weg. Fußspuren und komisches etwas. Das sind Fußspuren. Sie führen zu dem Weg am Rande des Teichs. Hat Mrs. Jones Double etwa Tina mit in den Wald genommen? Aber warum? Ich muss sie finden. Tina, Veronika? Eine Taschenlampe. Ganz ruhig. Wenn ich näher gehe, wird es mich beißen. Okay. Da sieht es mir aus, als wäre es Blut. Kann ich... Hier, habt Spaß. Okay. Ein wildes... Eichhörnchen. Ah, cool, jetzt müssen wir in Schibbidi-Du-Wald rein. Hab ich ja gar keinen Bock. Ah, hallo. Tina, ein Glück, dass ich dich gefunden habe. Bist du okay? Ich dachte, ich hätte dich für immer verloren. Komm mit mir, Oliver. Ach nö, schon wieder das Double. Wo gehst du hin? Tina? Ja, alles. Oh mein fucking Gott. Was war das? Ja, das frage ich mich auch. Tina, wo bist du? Alter, ich bin gerade echt zusammengezuckt. Willst du mich fast? Yay, wieder die Scheißstimme. Oh. Veronika, oh mein Gott. Ich hasse dieses... Ich weiß nicht, dieses so oft bei irgendwelchen Horrorsachen. Ich hasse dieses Geräusch mittlerweile. Was passiert? Oh mein Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Wait. Unsere alte Nanny? Warte. Mein kleiner Oliver, es ist Zeit fürs Bett. Soll ich dir ein Gute-Nacht-Lied vorsingen? Polizei und unsere Eltern. Macht euch keine Gedanken, wir werden sie finden. Auch wenn wir die Welt... auf den Kopf drehen müssen. Ich habe noch nie etwas so etwas gesehen. Zwei Kinder entführt. Die Nachbarin brutal in der Badewanne ermordet. Babysitter verschwunden. Was zur Hölle ist hier heute Abend Nacht passiert?
Detective, wir haben Veronika Turner, den Babysitter, in dem Wald gefunden. Sie ist tot. Irgendwelche Hinweise auf die Kinder, auch ermordet. Naja, da ist noch etwas anderes, aber du solltest es mit deinen eigenen Augen sehen. Ich bin mir noch ein Detective. Oh mein Gott, armes Mädchen. Schaut die Wunden an. Sieht wie ein wildes Tier, wie eine wilde Tierattacke aus. Ein wildes Tier ermordet aber keine Menschen in Badewannen. Und entführt keine Kinder. Wenn du das anschaust, hast du noch nicht alles gesehen. Wenn du das komisch findest, hast du nicht alles gesehen. Schau den Stein an. Was soll ich hier sehen? Agent, beleuchte das Gemälde. Was zur Hölle? Arme Oliver, arme Tina. Wir werden nie wissen, was mit ihnen passiert ist. Aber ängstigt euch nicht. Irgendwas sagt mir, dass Detective Taylor nicht ruhen würde und bis sie eine Antwort findet. Anspielung auf den nächsten Teil. Aber für jetzt ist es ein Geheimnis zwischen den zwei Geschwistern. Und der Kreatur des Waldes. Vielen Dank dafür, dass du dieses neue Kapitel von Midland ziehst. Das, viel Spaß hat es. Definitiv. Erinnert euch, immer die Fenster zuzumachen und eure Türen festzuschließen, bevor ihr zu Bett geht. Mach ich immer. Wenn ich allein bin, sogar abschließen. Kreaturen der Nacht. Wachen. Gute Nacht und süße Träume. Also war das Gemälde die alte Nanny. Und die hat die Kinder so lieb gehabt und vermisst, dass sie die jetzt mit zu sich geholt hatte. Sie war irgendwie, irgendwas ist mit ihr passiert, dass sie als Kreatur des Waldes, zur Kreatur des Waldes wurde. Dang. Ich bin da echt gespannt, wie es weitergeht. Gut. Dann würde ich sagen, ja. Das war definitiv eine große Steigerung zu dem anderen zwei Teilen. Erstmal, es war ein Bund. Es ist zwar jetzt nicht so viel. Also, die Schwarz-Weiß ist auch richtig gut. Aber ich weiß nicht, es war jetzt. Die Geschichte war so gut ausgebaut und dann. Ich hätte das nie gedacht, dass es. Weil ich dachte, es wäre irgendwas. Die neue Nanny wäre praktisch das Monster gewesen. Aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass es die alte Nanny gewesen wäre. Ich hätte gedacht, dass halt schon irgendwas die alte Nanny getötet hat. Und das dann halt jetzt die neue Nanny besitzt, possessed.
Und ja. Aber dieser Plot-Twist mit der alten Nanny und das mit dem Stein, dass dann die Kinder jetzt mit in dem Stein drin sind, also auch so ein Monster sind. Und ein Hinweis auf ein flechtiges neues Spiel. Also, ich war echt fasziniert von diesem Teil jetzt. Und die Musik war echt gut. Also, ich habe jetzt auch gar nicht gemerkt, dass jetzt hier fast eine Stunde rum ist. Also, es ist eine Stunde rum. Müsste, ja. Habe ich jetzt gar nicht gemerkt. Ich war so drin. Wir haben so ein bisschen die Rätsel gefehlt, die bei den anderen zwei Teilen mehr dort waren. Aber dafür war das Feeling hier viel, viel, viel besser. Und auch die ganze Story war besser ausgebaut. Also praktisch das jetzt mit noch ein bisschen mehr Rätsel von vorher und es wäre perfekt. Aber ja, was denkt ihr? Habt ihr das mit der Nanny erwartet? Ich überhaupt nicht. Seid ihr gespannt auf den nächsten Teil? Hattet ihr eine Nanny? Ich hatte nie eine Nanny. Ich war irgendwie immer bei Verwandten. Oder alleine. Ja, wohl. Wenn es über Nacht, über die Nacht war, dann war ich eher bei Verwandten. Ja, wenn es euch gefallen hat, tut einen Daumen nach oben. Und dann hoffe ich, wie das Spiel gesagt hat, ihr habt eine schöne Nacht und träumt was Schönes und schön Fenster und Türen schließen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye bye.